Hallöchen, ihr wunderschönen Menschlein da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dinos 3 mit wildem Studentenleben. Auf jeden Fall glaube ich bis jetzt immer noch, dass es so hieß. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war so. Ist ja auch egal. Heute sind die zwischen. Nee, die Endprüfungen. Wir haben die finalen Prüfungen. Wir Abschlussprüfungen. Darüber wollte ich suchen. Und ja. Das heißt, jetzt heißt es nochmal alles geben. Das tun wir auch gerade mit April. Und ja, ich würde sagen, wir spüren den ganzen Spaß vor. Und ich hoffe wirklich, dass sie besteht. Aber sie hat so viel gelernt, sie hat so viel gegeben. Ich denke schon, dass sie besteht, auf jeden Fall. Und ich werde dann nachher an der zweiten Prüfung auf jeden Fall den Professor um die gute Note anbetteln. Weil zweimal mit alles geben, schaffen wir das mit unserer Spaßleiste jetzt nicht unbedingt. Weil wir sind jetzt erst schon leicht gestresst. Und ja, und ich freue mich so. Es ist wirklich schön. Dann sind wir kurz von der Uni weg. Ich denke mal, eine Folge werde ich dann daraus machen, wo wir mal wieder in der normalen Sims-Welt rumwuseln. Aber dann geht es auch schon gleich zurück an die Uni. Ich weiß noch nicht, wie viel Ziel. Oh Gott, ich kann heute nicht reden. Wie viele Semester wir wieder dort sein müssen oder wieder herkommen müssen. Ob es eins reicht oder ob wir wieder zwei brauchen. Das werden wir letztendlich sehen. Sehr schön, wir haben bestanden. Wir sollten irgendwas machen, was Spaß macht. So kann ich das auf diesem Grundstück gar nicht anwenden. Ich wollte irgendwas machen, was Spaß macht. Ach, Leute. Ach so. Pretty ball. Oh nee, diese Fehlwürfe mit den Stoppen. Oh, was machst du denn da? Du hast April nicht gewählt, Depp. Was spielst du? Jushimaki. Du dummer Fee. Justus. Du Depp. Wenn wir jetzt mehr Zeit hatten, würde ich hier schlagen. Oh, diese frechen Feen. Ja, diese frechen Feen. Diese dreisten Feen. So. Professor und gute Note am Betteln. Ich meine, wir sind so gut mit dem Professor befreundet. Mit der Professorin. Und das sollte eigentlich gar kein Problem sein, um eine gute Note auszuzahlen. Das kriegen wir auf jeden Fall ohne große Schwierigkeiten hin. Oh, was ist das denn jetzt hier? Streich von einer Fee. Streich spielen lassen. Sich von einer Fee einen Streich spielen lassen. Eine freche Fee hat April ganz schön zum Narren gehalten. Sie kann es nicht fassen, dass sie darauf reingefallen ist. Wegen Fee. Wow, wir sind super gestresst. April, es tut mir so leid, wir sind durch ein Nest und das sind wirklich super Bedingungen, meine Prüfung gut zu bestehen. Deswegen betteln wir jetzt einfach so ein bisschen im Professor an. Wir lassen das alles wieder schnell durchlaufen. Vielleicht kommen wir dann ja heute sogar schon nach Hause. Das wäre natürlich ziemlich cool. Ich denke schon, dass wir heute nach Hause kommen. Warum dann auch nicht, auch nicht. Irgendwie sind hier echt wirklich sehr, sehr viele Feen. Es ist ärgerlich, dass ich gerade meinen Computer nicht benutzen kann. Sonst hätte ich mal Computerspiele gespielt. Dann wäre nämlich der Spaß ein bisschen gegangen. Das wäre wirklich eigentlich ziemlich praktisch gewesen, warum ich meinen Computer gerade nicht verwenden konnte oder den Laptop. Bitte, April, du musst diese Note bestehen. Puh, Rebbe hatte nicht erwartet, diese Prüfung zu bestehen. Sie ist von dem Ergebnis total aufgedreht. Okay, jetzt sei nochmal aufgedreht. Puh, Rebbe hatte nicht erwartet, diese Prüfung zu bestehen. Gut, und jetzt geben wir nochmal alles, die letzten paar Minuten. Okay, wir können das nicht machen, weil wir zu gestresst sind, um wirklich hart zu arbeiten. Bravo bestanden. Es ist wirklich nett, dass du dich nach meinem Befinden erkundigst, April. Und die wenigsten Studenten scheinen auch zu wissen, dass auch Professoren nur Sims sind. Ja, auf jeden Fall. Woohoo! Ja! Sind wir jetzt durch? Süßo. Startet in zwei... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann jetzt einfach nach Hause reisen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Konnte ich jetzt einfach gehen? Ich warte mal den Morgen ab. Also ich bleibe noch bei Nacht auf jeden Fall hier. Aber ich denke, April wird jetzt auch sofort ins Bettchen gehen, weil wir sind gestresst, wir haben Hunger. Okay, wer ist noch? Wir bräuchten eigentlich auch eine Dusche, ein bisschen mehr sozial und... Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach sagen kann, hey, ich hau jetzt hier ab, ich habe keine Lust mehr, ich gehe nach Hause. Weiß ich nicht. Klar, wir können die Universität verlassen. Ich weiß nicht, ob es da schon ein bisschen zu früh dafür ist. Deswegen warte ich mal noch den morgigen Tag ab. Vielleicht kommt ja eine Nachricht, dass ich dann gehen muss. Oder hat sich das automatisch verlängert? Ich weiß es denn ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oh nein, wir haben jetzt Kommunikation sehr gut, aber halt noch nicht fertig.
haben schon meinen ersten Teil ziemlich gut. Snack essen. Wir essen einen grünen Salat. Wir müssen ja immer noch auf unsere Linie achten. Und dann gehen wir aufs Klo. Wir gehen duschen. Und dann würde ich sagen, können wir schlafen. Und wir ignorieren den Anruf, weil ich habe jetzt keine Lust, mit Leuten zu telefonieren. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dann vielleicht doch morgen schon zurückreisen können. Das wäre natürlich ziemlich cool. Genau, lass mal abwaschen gehen. Wir wollen ja auch für Ordnung sorgen. Ich bin so froh, dass jetzt wieder ein bisschen einigermaßen Ordnung draus ist. Also hier war wirklich alles kaputt. Jedes Gerät, jede Toilette, jede Dusche, jedes Waschbecken, alles in der Küche war kaputt. Jeder Computer war kaputt, der Fernseher war kaputt. Also ein reinstes Chaos. Nur noch ein Tag bis Semesterende. Nachdem die Abschlussrollen hinterliegen, hast du jetzt Zeit, dich zu entspannen und deinen Freunden Lebewohl zu sagen und ein bisschen Spaß zu haben. Was für Spaß? Nein, ich möchte nicht. Ich will keinen Spaß haben, ich will schlafen. Gute Nacht, ein Pröleinchen. Ich weiß nicht, komme ich dann morgen so nach Hause schon? Ich denke schon. Dass es dann heißt, morgen gehen wir nach Hause und wir gehen und kommen nie wieder. Und ich weiß noch nicht, ob ich so lange wirklich hier bleiben muss und oder ob ich schon ergehen kann oder ob es dann irgendwie abbricht, dass ich dann doch keine zwei Semester hier wäre. Das wäre ziemlich ärgerlich. Ah ne, guck mal, wir sind jetzt kein Student mehr offiziell. Das heißt, wir müssen nach Hause. Du kannst bald dein Zeugnis. Vergiss nicht, dich für das nächste Semester zurückzumelden, ja. Wir haben dich auf der Party vermisst, ja. Nee, ich euch nicht. Ach so, habe ich dann noch ein Zeugnis bekommen? Muss ich dann noch irgendwo hinrennen? Oh mein Gott, ich weiß das alles gar nicht mehr. Komme ich mit dem Zeugnis? Er muss dann nochmal zurückgehen. Naja, ich warte mal noch den morgigen Tag wenigstens zum Teil ab. Dann sollten wir vielleicht mal wirklich ein bisschen tanzen gehen. Achso, es wurden hier wieder so ein paar schicke Sachen gefunden. Nein, wir gehen nicht unser Outfit planen, wir gehen unser Outfit wechseln und zwar ziehen wir ganz schicke oder unsere ganz normale Alltagskleidung an. Und dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen tanzen und wir machen mal das oder so. Das war, ich glaube, das war dieser Zombie-Tanz. Wir machen wir nur das Wetter ist draußen so sad. Also ich weiß nicht. Na gut, bei Sims sieht es ähnlich aus wie bei uns gerade grau und es regnet, obwohl ich weiß nicht, ob es gerade regnet, aber es hat vorhin auf jeden Fall geregnet. Ah, Leute, es ist... Okay, ich glaube, wenn ihr das seht, ist sogar schon April. Obwohl, ja gut, es ist noch typisches Regenwetter, trotzdem. Ich will, sag mal, ich will Wärme. Also nicht unbedingt so extreme Wärme. Aber so 20, 25 Grad wären echt cool. Und Sonne und blauen Himmel. Ich finde solche bewölkten Himmel ist immer, ich glaub, immer eine leichte Depri-Stimmung. Oh ja, das ist... sehr anziehen, diese Tanzart, Richtung, was auch immer du da machst. Also, Aaron, ich würde sagen, wir tanzen mal doch wieder mal. Ich glaube, das bringt dir neben mehr, dieser Tanz. Wenn du so ein bisschen normal tanzen übst. Hat irgendwer jemand gekocht? Herbstsalat, da kommt dann Futter mit einem Herbstsalat. Solange Leute kochen, wieso brichst du denn immer ab, nur weil ich dir was Neues aufgebe? Du kannst doch trotzdem weiter tanzen. Dann haben wirklich nochmal Zeugnisse bekommen. Oha, wieso weiß ich das denn alles nicht mehr? Das ist einfach viel zu lange her. Und wie lange darf ich jetzt noch an der Universität rumgammeln, bis sie mich rausschmeißen? Das ist auch was, was mich interessiert. So, ich muss immerhin jemanden labern, mir ist langweilig. Du bleib stehen! Bleib stehen! Freundlich und wir begrüßen sie mal nett. Ich muss jetzt wirklich mal mit jemandem ein bisschen kommunizieren, damit wenigstens mein Sozial ein bisschen hoch geht. Amuki, Zula. Plaudern. Chulabaka, Luft. Tagfragen. Bruxa Nibi Snitsiadu. Wir können sie mal noch ein Alter fragen.
Maku, Nikamiyaku, Nugalak, Kubu. Können Sie mal fragen, ob sie gut geschlafen hat? Masi, Fami Nibu. Wir kaufen jetzt keine Sprechsachen. Our tubes Pansaki. Ma Kirixili. Können wir mal einen Witz erzählen und dann spezial? Charismatisch. Ushakalaki. Ich will einfach mal so ein Kompliment machen. Ich glaube, das war rein freundschaftlich, aber es ist jetzt schon romantisch. Romantisch möchte ich mir nicht, aber ich glaube, Kompliment war einfach mal. Ganz normal. Ich werde gleich mal sein. Es scheint, dass ich 6 Tage jünger bin als du. Wir sind jetzt einfach bei den Rebellen hochgestiegen, ja, tatsächlich. Wir können uns aber nach ihrer sexuellen Neigung erkundigen. Ich meine, das ist ja auch noch interessant. Nicht empfohlen, das stimmt. Ah, sowas ging ja auch noch. Das ist echt witzig. Ich hätte eigentlich mal mehr Beziehungen knüpfen sollen. Das mache ich dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Das haben ja die Uni ziemlich gut kennengelernt, wie das alles funktioniert. Jetzt vielleicht nochmal außenrum ganz interessant. Zeugnis erhalten, hey! Sehr cool, jetzt können wir auf jeden Fall gehen. Ebbe Glockner, wir haben sehr gut. Kommunikation sehr gut, cool. Es ist ein langer Weg an die Spitze der Rebellen. Gut, Gut. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir verlassen die Universität. Wir haben uns da ein paar Leute unterhalten. Und dann können wir jetzt eigentlich auch wirklich abhauen. Und ja, gut. Wir sehen uns jetzt aus sie noch. Und es ist unbekannt, sie weiß es einfach nicht. Okay, schön. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einer Folge nach Hause wieder. Wenn du die Universität, wenn du jetzt verlässt für die Semester keine Punkte, wenn wir werden an allen Universen nicht zurückgestellt, bist du sicher, dass du nach Hause willst. Ja, weil wir sind durch. Genau. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und dann sind wir mal eine Folge lang zu Hause, machen dort vielleicht mal ein bisschen Kram, gucken, ob wir ein Stipendium bekommen und dann am Ende der Folge würde ich aber auch sagen, gehen wir wieder zurück an die Uni. Und dass wir dann übernächste Woche hier wieder vollkommen durchstarten. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und ja. Bis dahin. Bye bye.